Eine Expertengruppe soll bis Ende des Jahres erneut die für Sachsen notwendige Gesamtzahl von Polizisten ermitteln. Die Arbeit der Fachleute wird an aktuelle Entwicklungen anknüpfen und soll zeigen, ob das bereits beschlossene Plus an Polizisten langfristig noch zeitgemäß und damit ausreichend ist, heißt es aus dem Innenministerium in Dresden. Die Kommission hatte 2015 empfohlen, die Zahl der Polizisten in Sachsen zunächst um 1.000 zu erhöhen. Inzwischen haben sich neben einer veränderten polizeilichen Auftragslage auch neue gesetzliche Verpflichtungen sowie organisatorische Anpassungsbedarfe bei der Polizei ergeben. Inwiefern daraus auch eine weitere Erhöhung der Gesamtstellenzahl resultieren muss, soll die neue Expertengruppe ermitteln.